Wir haben im Geiste der Entspannungspolitik und im Interesse aller Deutschen mit der DDR Verträge geschlossen. Diese Verträge bestehen nicht nur aus Buchstaben. Beide Vertragspartner müssen sich auch an den Geist der abgeschlossenen Verträge halten. Mit diesem Geist ist der schwerwiegende Spionagefall nicht vereinbar, der die Menschen in Ost... Ein Fall, der die Menschen in Ost und West in diesen Tagen tief beunruhigt. Am 17. Mai 1974 gibt der Kanzler des Notfalls, wie man Helmut Schmidt in der Literatur meist nennt, seine erste Regierungserklärung ab. Er würdigt die Ostpolitik Willy Brandts. Und Herbert Wehner legt offen: Schmidt ist einer der Erzeuger, ist einer der Zustandebringer und einer der Durchsetzer dieser Verträge, und das halte ich bei ihm für außer jedem Zweifel stehend. Dass er außerdem ein Mann ist, der es liebt, forsch aufzutreten, das muss das, was ich eben gesagt habe, ja nicht einschränken oder auslöschen. 1975 ruft Schmidt zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing den Weltwirtschaftsgipfel ins Leben. Im Sommer des Jahres unterzeichnet man in Helsinki die Schlussakte der KSZE-Konferenz. Helmut Schmidt wird als Weltstaatsmann wahrgenommen, muss sich aber im Folgejahr im Bundestagswahlkampf mit anderen Kalibern herumschlagen. Der Herr Kohl ist natürlich ein Biedermann, nicht? Möchte er gerne sein, will ich ihm auch lassen. Brav und bieder und auch sonst nicht viel, nicht? Von der CDU haben hier an der gleichen Stelle drei Christdemokraten geredet. Drei Leute, die sich Christen nennen. Nämlich die beiden Brandstifter Karl Carstens und Alfred Drecker und der andere, der sich als Biedermann hinstellen möchte, der Herr Kohl aus Mainz. Diese drei Herren haben so getan,